Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, liebe Geschwister im Islam. Teilt diesen Beitrag, liked diesen Beitrag, damit ihr viele davon mitbekommen. Subhanallah, im April 2009 hatte ich ein Gespräch gehabt mit der Hannoverschen Allgemeinen. Und da habe ich gesagt, wenn die Hetze gegen die Muslime so weitergeht wie bisher, und davon habe ich vor allen Dingen geredet über Hetze im Internet, genau das, was jetzt nach dem Mord an dem Politiker durch einen Rechtsradikalen in den Medien thematisiert wird. Ich habe gesagt, wenn die Hetze gegen die Muslime im Internet weiter so geht, werden sie sehen, wie Muslime in Deutschland auf der Straße getötet werden. Ich wollte damals schon dieses Thema verbreiten. Ich hatte, glaube ich, im selben Monat, also auch April 2009, einen Vortrag gehabt in der Schweiz, in Basel, wo es um die Propagandamethoden von Adolf Hitler in der heutigen Zeit ging. Und wir haben über dieses Thema viel geredet und wir sind damals, ehrlich gesagt, von Muslimen nicht nur belächelt worden, man kann sagen, wirklich verraten und verkauft worden. Und ich war mir sicher, es muss knallen, weil in der Geschichte hat es immer geknallt, wenn so eine Hetze geführt wurde. Diese ganzen anti-islamischen Internetforen sind der Stürmer der heutigen Zeit. In der heutigen Zeit gibt es keine Zeitung mehr von der NSDAP, die Leute gegen Juden aufhetzt. In der heutigen Zeit gibt es Internetforen, die gegen die Muslime aufhetzen und zum Mord aufrufen. Gegen Leute, die sich mit den Muslimen scheinbar vereinen oder scheinbar mit ihnen zusammenarbeiten, wie jetzt mit dem Politiker, der getötet wurde. Ja? Und wie gesagt, die ganze Zeit haben wir darüber geredet und es war bei uns ein richtig großes Thema und es hat mir sehr weh getan, dass man die Leute einfach nicht dafür sensibilisieren konnte. Die Muslime vor allen Dingen, dass die Muslime aufstehen, etwas dagegen tun und sich trauen, sich selber zu artikulieren. Und dann plötzlich am 1. Juli 2009 haben wir dann einen Anruf bekommen von einem Bruder aus Bremen, ein ägyptischer Bruder, und er sagt, heute ist eine ägyptische Schwester, Marwa Sherbini, rahimahullah, in Dresden in einem Prozess mit 18 Messerstichen getötet worden. Sie war schwanger, hatte einen 3-jährigen Sohn, Mustafa. Ihr Mann wurde auch von einem Polizisten angeschossen. Und dann habe ich an diesem Tag die ganze Zeit geguckt in den Zeitungen und so weiter. Und es wurde verdeckt. Man hat versucht, das unter den Teppich zu kehren. Das heißt, es wurde dann zum Beispiel geschrieben, ja, es ist eine Frau im Gerichtssaal getötet worden. Aber hier ging es ganz klar um einen islamfeindlichen Anschlag. Das wurde alles verdeckt und vertuscht. Und daraufhin haben wir angefangen, das im Internet breit zu machen. Und darauf aufmerksam zu machen, worum es hier geht, dass man hier ganz strukturiert versucht, die Hetze gegen die Muslime im Internet zu schützen. Beziehungsweise, das ist uns eigentlich erst später klar geworden, als wir gemerkt haben, wie wir plötzlich bekämpft wurden. Wir sind erst richtig bekämpft worden, nachdem wir hier unseren Mund aufgemacht haben. Und dann haben wir ungefähr 4 Tage später, ich glaube am 4. Juli, wie gesagt, es war eine lange Geschichte, ich habe vieles darüber berichtet, vieles darüber erzählt, über diese ganze Geschichte, was damals passiert ist. Ihr könnt es auch alle noch nachschauen. Aber ich bin erstmal nach Dresden gefahren. Ich wollte unbedingt, dass durch diese Tat, Marwa Sherbini ist gestorben, aber ich habe mir gedacht, diese Frau würde sich sicherlich wünschen, dass durch ihren Tod sich etwas zum Positiven für die Muslime ändert. Und ich habe mir gesagt, jetzt kann man wirklich die Muslime vielleicht mobilisieren. Und wenn wir auf die Straße gehen und uns für unsere Rechte einsetzen, kann man Sachen, die klar und deutlich verfassungsfeindlich sind, auch verbieten. Aber natürlich, wie es bei uns Muslimen leider immer ist, es gibt immer nur Besserwisser, Besserwisser und Alleskönner, die alles können, aber zu nichts in der Lage sind. Wie immer, wenn man etwas vorschlägt,
nur sagen können, nee, nee, so nicht. Aber sie nie selber etwas vorschlagen können, wie man es besser machen kann. Es ist leider eine Katastrophe. Aber Alhamdulillah, es hat sich etwas verbessert. Und ich hoffe, dass ihr wach werdet durch das, was damals passiert ist. Wir haben diese Chance nicht genutzt. In Berlin gab es an dem Tag ein riesengroßes Seminar, wo 700 Muslime waren. Also erstmal bin ich nach Dresden gefahren. Und man hat uns andauernd Straßen gesagt, die es gar nicht gibt. Wir haben in Dresden 3 Stunden gebraucht, bis wir den Bruder gefunden haben. Tarek Sherbini. 3 Stunden in Dresden. In der Nacht. Weil man uns andauernd irgendwie versucht hat, woanders hinzuleiten. Als wir dann bei dem Bruder waren, und ich habe zu dem Bruder gesagt, schau mal hier, deine Schwester ist getötet worden, wir können die nicht mehr zurückholen. Oh, aber wir wollen jetzt, dass wir durch ihren Tod was Positives für die Muslime in Deutschland ändern können. Denn das wäre im Sinne deiner Schwester gewesen. Und ich habe mit ihm gesprochen, da ging ein Mann um uns herum, hat mich böse angeguckt. Später habe ich rausbekommen, das war der ägyptische Botschafter zur damaligen Zeit. Ja? Und ich habe dem Tarek gesagt, Tarek, macht keine Janaza hier in Dresden. Macht die Janaza in Berlin, damit wir viele Muslime zusammenkriegen können. Ich habe ihm meine Nummer gegeben, habe mir gesagt, sag mir bitte, weil die Leiche war in der Obduktion, sag mir bitte, wenn sie rauskommt, die Leiche. Und so wurde nichts gesagt. Am Ende war es so, der Botschafter hat ihm die Nummer weggenommen. Ich habe das durch das Beerdigungsinstitut später rausbekommen. Hat gesagt, wenn du mit denen was zusammen machst, wir wollen keine Probleme mit der deutschen Regierung haben. Warum? Weil die deutsche Regierung wollte gerne für ihr internationales Ansehen, wollte sie das unter den Teppich kehren. Und dabei hat die ägyptische Botschaft mitgeholfen. Ja, indem man auch das Thema in eine andere Richtung gelenkt hat. Es ist immer wichtig, die richtigen Fragen zu stellen. Die Frage war auf einmal gewesen, warum konnte er mit einer Waffe in den Gerichtssaal kommen? Sowas kann immer passieren. Das ist nicht die Frage. Die Frage muss sein, wie konnte es sein, dass dieser Alexander Wiens so einen Hass entwickelt hat gegen eine Muslimin und die praktisch mit Ankündigung getötet hat. Das ist bis heute noch nicht richtig in den Medien herausgekommen. Wir haben damals die Briefe gesehen, weil wir auch bei dem Gerichtstermin vor Ort waren, die an die Staatsanwaltschaft geschickt worden sind, wo dieser Alexander Wiens geschrieben hat, diese Frau hat kein Recht zu leben. Das musste die Frage sein. Woher kommt diese Infektion mit diesem Hass? Denn wenn wir wissen, woher diese Infektion kommt, können wir die Ursache bekämpfen, oder können wir den Islamhass bekämpfen, der zu diesem Mord bekämpft. Aber das war gar nicht die Frage. Die Frage war nur, wie kommt er mit einem Messer rein? Völlig doofe Frage. Können wir nichts dran ändern. Wir können ihn nicht zurückbringen. Aber das ist diese typische Sündenbock-Mentalität. Den Sündenbock suchen. Nein, man muss die Ursache suchen. Das ist das Problem. Auf jeden Fall im Endeffekt war es dann so, ich habe rausbekommen, wann die Janaza ist und dann war die Moschee, Alhamdulillah, rappelvoll gewesen. Und dann war ein Seminar in Berlin am selben Tag und ich habe gedacht, die würden bestimmt alle kommen. Die sind natürlich nicht gekommen. Und wir standen dann da mit ein paar hundert Mann in Berlin-Neukölln. Am selben Tag gab es irgendwelche, ich glaube, Anti-Erdogan oder keine Ahnung, Leute, die da... Ich weiß, die da eine Demonstration gemacht haben, die waren 3000 Leute. Ne? Und wir für den Tod für eine Muslimin haben die Muslime in Deutschland, ganz Deutschland, ein paar hundert Mann zusammenbekommen. Ja? Armutszeugnis. Es war für mich einer der bittersten Tage, ehrlich gesagt, in meiner ganzen Dauerlaufbahn. Und ich habe echt danach gedacht, am liebsten aufzuhören. Aber man muss sich dann als Prediger sagen, ich mache das nicht für die Menschen, sondern ich mache das für Allah. Aber und es hat mir eine weitere Lehre mitgegeben, die sehr, sehr wichtig ist für mich. Denn die Frage ist ja, warum bewegen sich die Muslime nicht? Warum bewegen sie sich sogar bei so einer Sache nicht? Ich höre immer wieder, Muslime sind über die Juden am Schimpfen. Die Juden. Die Juden, das Problem ist die Juden. Wenn es ein Problem für sie gibt, für ihre Rasse,
für ihre Religion, setzen sich füreinander ein, selbst wenn sie komplett unreligiös sind. Bei uns ist es genau das Gegenteil der Fall. Das Einzige, wo Muslime zusammenhalten, ist, wenn sie 5,95 Euro mehr zusammenbekommen können. Das ist das Problem. Das ist die traurige Realität. Das ist die traurige Realität. Die Leute, die gegen Morsi auf die Straße gegangen sind, waren zu 99% Vollidioten gewesen, die gedacht haben, der Morsi könnte innerhalb von einem Jahr, könnte er das Land Europa standmäßig machen und sie würden mehr Geld verdienen. Das ist das Problem. Es ging um Geld. Es ging um Essen und Fressen. Das ist das Problem. Es ging nicht um Gerechtigkeit. Und hier ist es genau dasselbe. Wenn es uns nicht selber betrifft, das heißt direkt selber, setzt sich keiner ein. Aber warum ist das so? Das liegt an Hasima Nafsi, an Minderwertigkeitskomplexen, die man im Herzen hat. Feigheit, die man aufgesaugt hat von Kindheit an, dass einem beigebracht wird, sich für die Religion zu schämen. Ja, wir kennen das, viele können das Maul groß aufreißen. Ich bin Muslim, Alhamdulillah. Aber sobald der erste Wind zukommt, ist er sofort verschwunden. Der kann vielleicht in einem Schwimmbad eine Schlägerei anzetteln und groß einen auf Prollo machen. Aber wenn es darum geht, ein Blatt für die Religion zu verteilen, hat er Angst. Warum? Weil es nicht um die Religion geht. Die Religion ist nur Show, Schauspielerei. Ganz klar. Und hier ist es, wie gesagt, das ist die erste Krankheit, Feigheit. Dass man nicht gelernt hat, Mut zu haben für die Religion. Was ist Mut eigentlich? Viele denken, boah, die sind ja mutig, weil sie sich trauen, bei einer Schlägerei irgendwie draufzuhauen. Ja, gegen wen? Gegen irgendein Otto. Aber eigentlich ist er nicht mutig, sondern er ist feige. Weil er schlägt nur drauf, weil er mehr Angst hat vor dem Tadel seiner Freunde, als davor irgendwie bei der Schlägerei von irgendeinem Otto verletzt zu werden. Er ist nicht mutig. Er ist eigentlich feige. Er schlägt aus Feigheit. Das ist ein falsches Verständnis von Mut. Wir müssen die Menschen zu Zivilcourage erziehen. Das zweite Problem ist, Hubbus Sulta, Liebe der Macht. Solange ich nicht derjenige bin, der die Zügel in der Hand hat, mache ich nicht mit. Das ist das, was wir immer wieder erleben. Drittens, Neid. Warum soll ich dem folgen, der dazu aufgerufen hat? Ich habe ja nicht selber aufgerufen. Und das vierte ist Dummheit. Dummheit. Selbstständiges Denken muss gelernt werden. Das ist etwas, was mir unter anderem aus dieser Situation in Marwa Shabimi klar geworden ist. Warum sage ich euch das? Sage ich euch das einfach, um meine Gefühle zu äußern? Ja, ich möchte auch meine Gefühle äußern, weil ich muss sagen, ich bin sehr enttäuscht von der islamischen Umma. Sehr enttäuscht. Und Alhamdulillah, wenn ich nicht die Sira gelesen hätte, wenn ich nicht den Koran gelesen hätte, wenn ich nicht die Geschichten der Propheten gelesen hätte, da hätte ich schon lange gesagt, weißt du was, kein Bock mehr. Aber Alhamdulillah, so bin ich jeden Tag beschäftigt, damit Dinge für die Religion zu machen. Inshallah, möge Allah mir Ikhlas dabei geben. Ja, aber ansonsten würde ich sagen, vergiss es. Ich höre manchmal so Leute, da wird erzählt, die Leute nehmen den Islam an, Freundschaften zu gewinnen. Welche Freundschaften? Für die Brüderlichkeit, welche Brüderlichkeit? Brüderlichkeit? Habe ich nicht viel von erlebt, muss ich ganz ehrlich sagen. Habe ich nicht viel von erlebt. Also das heißt, von mir persönlich, wenn jemand den Islam annehmen will, soll er den Islam annehmen für Allah, nicht dafür, um Freunde zu gewinnen. Da soll er lieber auf einen Rockerverein oder so reingehen. Weil um Freunde geht es nicht, es geht um die Wahrheit. Es muss um die Wahrheit gehen. Anerkennung. Pierre Vogel, du wolltest nur Anerkennung. Anerkennung? Ich habe vorher Anerkennung gehabt. Welche Anerkennung denn? Die Anerkennung steht doch in keiner Relation zu der Bekämpfung. Wenn ich heute sagen würde, Bürger Allah mich bewahren, ich trete zum Christentum über und schreibe ein Buch, hätte ich doch mehr Anerkennung als von der Umma? Die sind sogar zu feige, um mich in eine Moschee einzuladen. Außer ein, zwei Moscheen in Deutschland. Die sind sogar zu feige,
um wenn der Verfassungsschutz kommt und was gegen mich sagt, oder wenn der Schule was gegen mich gesagt wird, zu sagen, ey, macht mal einen Moment, das stimmt aber gar nicht, das ist doch gegen Terrorismus. Dazu sind die sogar zu feige. Da sagen die, ja, nee, mit dem haben wir ja nichts zu tun. So ein feiger Haufen sind wir. Ja, genau, das ist ein Grund, meine Gefühle zu äußern. Und das ist etwa eine Situation, die mir das wieder hochbringt. Ja, und da braucht mir keiner zu kommen mit Sabr. Der Einzige, der ist, ich habe mehr Sabr als die alle zusammen, die Sabr rufen. Ansonsten hätte ich schon lange gesagt, tschüss, kein Bock mehr. Aber meine Gefühle sind klar und deutlich. Meine Gefühle sind klar und deutlich. Wenn es mir nicht um Allah gehen würde, sondern um die ganzen wertlosen Leute in Deutschland, hätte ich schon lange gesagt, tschüss. Spätestens nach dem 3. September 2016, wo ich von den Muslimen in Deutschland im Stich gelassen wurde gegen den IS. Im Stich gelassen wurde. Ich habe an diesem Tag 50% meiner Nummern im Handy gelöscht. Ja? Und wenn dann Leute zu mir kommen, wollen meine Telefonnummer haben, wollen meine Adresse haben. Früher haben bei mir 40 Leute zusammen zu Hause übernachtet, weil sie auf dem Campingplatz keinen Platz gefunden haben bei einer DERS. Heutzutage sieht die Sache anders aus. Weil ich mich nicht auf Leute verlassen kann. Das ist ein ganz klarer Punkt. Aber das ist das Gefühl. Es geht nicht um das Gefühl. Es geht in erster Linie um eine Botschaft. Wir müssen an uns arbeiten. Wir müssen von diesen Krankheiten wegkommen. Von der Feigheit. Von dieser Liebe zur Macht. Von diesem Neid. Und von dieser Dummheit. Und das können wir nur machen, indem wir zu der Botschaft des Islam zurückkehren. Ja, es ist sehr deprimierend zu sehen, was man erreichen könnte, wenn man nur ein bisschen mehr Mut hätte, ein bisschen mehr Intelligenz hätte, ein bisschen sein eigenes Ego zurückstellen würde, wenn wir es schaffen können, auf die Straße. Guck dir die Klimaaktivisten an, die gehen mit 40.000 Menschen auf die Straße. Aber wir kriegen es nicht mal hin, 250 oder was weiß ich, wie viele damals bei Marwa Shebini zusammengekommen sind, um zu sagen, dass Internetseiten geschlossen werden sollen, die klar und deutlich gegen den Islam hetzen. Und viele Muslime haben das doch gar nicht kapiert. Die reden immer von den Medien. Die Medien haben eine indirekte Hetze. Die Internetseiten, es wird dort offen zu Mord und Totschlag aufgerufen. Jetzt, nach dem Mord gegen die Politiker, kam das heraus. Das ist etwas, das wir verstehen müssen. Und deswegen, da wir eine Umma voller Menschen mit schwerwiegenden Persönlichkeitsstörungen sind, gebe ich jedem den Tipp, die Sira zu lesen, die Geschichten der Propheten zu lesen und das nicht nur zu lesen, sondern darüber nachzudenken, um ein besserer Muslim zu werden. Ganz klar, um ein besserer Muslim zu werden. Und ich weiß, viele werden mir diese Worte übel nehmen. Wisst ihr was? Interessiert mich nicht. Nehmt mir die Worte übel, weil ich lege sowieso keinen Wert auf die Leute, die mir die Worte übel nehmen. Weil das sind genau die Leute, die mich für 2,50 Euro verraten würden. Und die mich verraten würden, sobald irgendein Lehrer kommt und sagt, ja, aber der Pierre Vogel ist ja ein radikaler Salafist, die dann sagen, ja, nee, also wir haben ein anderes Islamverständnis. Auf solche Leute lege ich sowieso keinen Wert. Deswegen, aber inshallah sind jetzt hier, wer sich nicht angesprochen fühlen muss, braucht ja auch nicht sauer zu sein, weil es geht um die Botschaft, geht nicht um mich. Lest den Koran, lest die Sunna. Ich habe mittlerweile 40 Vorträge über die Sira gemacht. Hört euch das jeden Tag an und lasst es auf euch wirken. Denn das ist etwas, diese Geschichten sind etwas, was euch festigt. Allah subhanahu wa ta'ala, ich habe 24 Vorträge über die Dawa der Propheten. Allah sagt in Surah Hud zum Propheten Muhammad alayhi salatu wasalam, nachdem er in Surah Hud die ganzen Geschichten der Propheten erwähnt hat, وَكُلَّ نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الرُّسُلِ مَا نُثَبِّتُ بِهِ فُؤَادَكَ. Und all diese Geschichten erzählen wir dir von den Gesandten und damit dein Herz, das heißt das Herz vom Propheten Muhammad alayhi salatu wasalam, zu festigen. Wie ist es dann erst mit uns? Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns bewahren. Und möge Allah subhanahu wa ta'ala sich der Marwa Sherbini erbarmen. Und möge er ihren Sohn Mustafa zu einem rechtschaffenen Muslim machen. Und ihren Ehemann Elwi festigen in der Religion. Und ihrem Bruder Tariq viel Lohn geben. Jazakum Allah khairan.
Akulu kauli hada wa astaghfiru li wa lakum. Alles, was richtig war von Allah und alles, was falsch war, war von meiner eigenen Seele und vom Shaitan. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.